Jawohl, heute wollen wir wieder Freude machen. Und was könnte der Freude näher kommen als ein einziges Wort oder ein Zustand? Ein Wort deshalb, weil in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gibt es für diese vielen Zustände tatsächlich nur dieses eine Wort. Genau, die Rede ist von Glück. Andere Länder haben es da besser. Da gibt es mehrere Worte für diese verschiedenen Glücke, die es gibt. Eine Möglichkeit, von Glück zu sprechen, ist, wenn wir beispielsweise einen Bürgersteig entlang laufen und 20 Zentimeter hinter uns fällt ein riesen Betonklotz hinter uns auf den Bürgersteig und trifft uns nicht. Kurzum, es gibt Glück, da kann man vielleicht von Zufall, vielleicht von Fügung sprechen, je nachdem, wie dein Weltbild gestrickt ist. Ich rede auf jeden Fall von einer anderen Form von Glück. Und das ist dieses Glück, wenn man sagt, nachdem man gefragt wird, sag mal, wie ist es eigentlich passiert, dass du diesen Auftrag bekommen hast oder dass du mit deiner Band so bekannt geworden bist oder dass dein Buch so groß rausgekommen ist. Und dann sagt man, na ja, da habe ich natürlich auch eine Menge Glück gehabt. Aber genau das stimmt oft eben nicht. Das ist die gute und die schlechte Nachricht. Schlecht deshalb, weil tatsächlich kannst und musst du auch was für dein Glück tun. Und die gute Nachricht ist, wie eben schon gesagt, du kannst auch etwas dafür tun. Gisela Schlüter, die hat mal gesagt, ich musste verdammt hart arbeiten, um über Nacht zum Star zu werden. Und in der Tat, wir sehen ja immer nur die Ernte sozusagen, wenn wir bei bekannten Musikern in einem Konzert sind, dann sehen wir nur diese Bühne und das tolle Licht und die Band im Hintergrund oder wir sehen bei einer Lesung immer den glücklichen Schriftsteller. Dass natürlich, um solche Dinge zu tun, eine Menge Arbeit erforderlich ist, das verdrängen wir gerne. Es gibt aber noch einen ganz bekannten Musiker, den Christopher Jim. Das war ein Bandmitglied von den Les Humphreys Singers. Und der hat mal in einer Dokumentation gesagt über Glück: Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Schauen wir uns also die Vorbereitung an. Vorbereitung, dazu gehört eigentlich wenig Glück. Klar, ich brauche ein entsprechendes Umfeld, ich muss die entsprechende Zeit haben, aber mit dem nötigen Willen und mit der nötigen Leidenschaft, wenn ich wirklich etwas tun will, kann ich gerade hier und heute eigentlich immer irgendwas tun, was diesem Ziel, beispielsweise ein Buch zu schreiben oder ein Schauspieler zu werden oder etwas näher kommt. Und das ist eben die Vorbereitung. Du willst also Autorin oder Autor werden? Dann schreibe. Bereite dich darauf vor. Schreibe. Singe. Lerne das, was du tun willst, von der Pike auf und tu es oft. Also ich kann eben dann, wenn die Gelegenheit kommt, vorbereitet sein und muss nicht sagen, ach ja, Entschuldigung, ich würde gerne, aber ich muss gerade noch mal üben. Kommen wir also zum zweiten und das ist die Gelegenheit. Wir erinnern uns, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und das ist genau der springende Punkt. Und nun wird der ein oder andere sagen, naja, da bin ich jetzt aber raus, denn Gelegenheit, die kann ich ja nicht erzwingen. Das stimmt. Aber wenn du es mal genau nimmst, dann hast du eigentlich ständig alles Mögliche um dich herum. Du siehst nur nicht alles, du nimmst nur nicht alles wahr. Und da ist vielleicht auch die größte Schwäche des Menschen. Auch die größte Stärke. Denn die größte Stärke ist die, dass wir so wenig Energie wie möglich verbrauchen wollen. Und deshalb legt unser Gehirn Muster an, dass es nicht immer wieder Dinge neu bewerten muss. Das war früher wichtiger, als es vielleicht heute ist. Und diese Muster können aussehen wie, ach naja, das klappt doch nie. Oder, naja, so toll ist meine Stimme nun auch nicht. Oder, naja, also wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Und letzteres stimmt übrigens natürlich auch, denn es hat nie jemand gesagt, dass es einfach ist. Und dieses Muster, das ist wie ein Filter. Stell dir vor, du setzt eine Sonnenbrille auf, dann hast du ein Muster aufgesetzt und dieses Muster filtert genau helles Licht. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, ach je, es ist ja die ganze Zeit dunkel, es ist wohl Nacht. Nein, weil du weißt ja, du hast extra diesen Filter aufgesetzt. Bei den Mustern, die wir uns so im Laufe unseres Lebens und oft auch im Laufe der Kindheit, wo wir uns noch gar nicht so richtig wehren können gegen diese Muster, anlegen, bei diesen Filtern also, da ist es ein bisschen anders. Die merken wir oft nicht. Sondern wir müssen wirklich lernen, achtsam zu sein. Wir müssen lernen, unser Denken etwas zu beobachten und zu schauen, wie denken wir denn überhaupt? Ich will dir mal ein Beispiel geben, das vielleicht ein bisschen hinkt, aber es macht deutlich. Du hast einen riesen Parkplatz und es ist dunkel, es ist stockdunkel.
Und auf diesem riesigen Parkplatz, da steht alles drauf. Da stehen Autos drauf, da steht ein kleines Haus drauf. Da sind vielleicht eine Gruppe Menschen, die sich gerade schlagen. Da ist direkt daneben dran eine Gruppe Menschen, die isst zusammen und grillt. Also da sind die unterschiedlichsten Situationen des Lebens auf diesem Parkplatz. Die siehst du natürlich alle nicht, weil es ist ja dunkel. Und jetzt kommt deine Wahrnehmung dazu. Und diese Wahrnehmung, das ist ein Suchscheinwerfer, ein Super Trooper. Und diesen Suchscheinwerfer, den bedienst du, sagen wir mal, von einem hohen Punkt aus. Und so funktioniert deine Wahrnehmung auch. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf Dinge und je nachdem, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das siehst du dann eben auch. Professor Wolf Singer, ein Neurowissenschaftler, der hat mal gesagt, von dem, was wir in unserem Kopf über das, was da draußen ist, uns ein Bild machen, entstammen nur 6% aus dem, was wir wirklich wahrnehmen. Die restlichen 94, die setzen wir in unserem Gehirn zusammen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir es zusammensetzen, die können wir schon so ein Stück weit auch selbst bestimmen. Aber zurück zu dem Suchscheinwerfer. Wenn du nun den Suchscheinwerfer auf die Gruppe streitender Menschen richtest, dann wirst du sagen, ach je, die Welt ist wirklich ein Hort des Streites. Wenn du den Suchscheinwerfer auf die Menge mit miteinander feiernden Menschen richtest, dann wirst du sagen, Mensch, die Welt ist wohl wirklich schon toll. Wenn du ein Tierschützer bist, dann hast du dir vielleicht angewöhnt, nur das Leid zu sehen und gar nicht auch die Situationen, in denen es Tieren schon sehr gut geht. Die Welt birgt immer alles. Das heißt, Gelegenheit, davon solltest du ausgehen. Die wird immer um dich herum sein. Manchmal musst du sie stoppen und musst sie im Lauf festhalten. Dazu musst du sie aber sehen. Und dazu musst du dir auch erlauben, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Das tust du aber auch nur dann, wenn du deinen Suchscheinwerfer etwas weiter öffnest. Wenn du in Betracht ziehst, dass die Dinge, die du vielleicht für nicht so möglich hältst, aber doch wenigstens ein bisschen möglich sind. Und plötzlich siehst du in Dingen, in denen du normalerweise nur gesehen hättest, ach, das wird doch nichts und die wollen mich eh nicht, schon eine kleine Chance, eben eine kleine Gelegenheit. Ja, und dann sind wir wieder bei dem, was Christopher Jim gesagt hat. Glück ist eben das, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Vorbereitung, das ist das Fazit, die kannst und musst du selbst machen. Und die Gelegenheit bzw. das Wahrnehmen der Gelegenheit, die kannst du zu einem gar nicht so kleinen Stück durchaus auch selbst beeinflussen, indem du einfach für möglich hältst, was du vielleicht gestern noch gar nicht so für möglich gehalten hast. Ja, soweit die Inspiration in diesem Video. In diesem Sinne, bereite dich gut vor, vor allem auf alles. Hab's gut und bis zum nächsten Mal bei Die Freudemacher. I'm talking about the world.